Pokémon, Go-Fieber, ein NWO-Massenexperiment? Das ist die Frage, die viele Menschen sich stellen. Grundsätzlich ist Folgendes zu wissen: Um ein Volk lange zu regieren, also auf lange Zeit meine ich, ist es wichtig, immer wieder das Volk in die entsprechende Richtung zu bringen. Vor ungefähr 15 Jahren, vielleicht kann sich der ein oder andere erinnern, der noch kleine Kinder hatte, war in Deutschland wie hieß dieses Spiel? Tamagotchi, glaube ich, hieß dieses Spiel, wo man so in Ei-Form wie Ente oder Huhn oder irgendwas erziehen sollte. Tamagotchi. Oder genau. Ja. Ich kann mich das noch aus der Schulzeit erinnern. Wie gesagt, ich habe da gesehen, wo sehr viele auch erkannt, erkannt, ja, gegangen sind und haben dieses Huhn oder irgendwas dort großgezogen. Und die haben ja Geld dafür bezahlt, ja, auch das wurde erstmal das Ganze gekauft. Doch das war damals schon ein Experiment, um zu sehen, wie leicht die Menschen von der realen Welt abgelenkt werden könnten. Und das Ziel der Welt, Elite ist es ja immer, also die halt die Menschheit versklaven möchte, sind immer die Kinder und die Jugendlichen. Weil bei ihnen wird noch der Verstand, das Bewusstsein wird noch geformt. Und darum, wenn man ihnen das Ganze formt, dann werden die als Erwachsene entsprechende Handlungen schon machen, die man ihnen sozusagen auch vorgibt. Pokémons, kurz zur Information, ist aus Japan stammende so Karikaturfigur als Zeichentrickfilm, wo es dazu immer ging, sozusagen die ganzen Pokémons zu finden. Und Geld verdient wurde über die lange Zeit danach. Nintendo ist unter anderem mit 30% beteiligt an der Firma, die jetzt die ganzen Pokémons, das ganze Pokémon Go Spiel entwickelt hat. Vor kurzem habe ich ein sehr interessantes Video gesehen im deutschsprachigen Raum, vielleicht ist dir das auch schon über den Weg gelaufen, wo jemand auf dem Fahrrad sitzt, der fährt durch den Park und viele sitzen im Park und sammeln oder sozusagen suchen und finden diese Pokémons. Ja. Und der fragte: Findet ihr auch, sucht ihr jetzt auch diesen Pokémon? Ja. Gestern Abend vom Schlafen gehen, spazieren gehen, gehe ich auf die Straße, sehe eine Gruppe Jugendlicher, die sitzen auf der Straße, ungefähr 20 Menschen so im Kreis und alle mit Smartphones. Also voll in der virtuellen Welt. Nun, diese Pokémon Go ist ja nicht umsonst jetzt auf die Oberfläche gekommen. Kurz zur Information, wer steckt denn hinter Pokémon? Hinter Pokémon steht ein Mann, der früher bei einer Firma gearbeitet hatte, die, jetzt leider der Name fällt mir jetzt nicht ein, die später von Google aufgekauft wurde und zu Google Maps wurde. Also das, was wir heute bei der Karte verwenden, Google Maps und Google Earth, das ist das, die Entwicklung von einem Mann, der früher gearbeitet hatte in einer Firma, die mit CIA-Geldern unterstützt wurde. Vielleicht weißt du es, dass in den USA offiziell Programme laufen, wo von der staatlichen Ebene Firmen, die perspektivvoll sind, unterstützt werden. John Hanke, Chef von Niantic, genau. Genau, 2001 erfand Google Earth. Danke für den Hinweis, Sascha, genau. Nochmal Korrektur, nicht Google Maps, sondern Google Earth, genau. Und zwar, fantastisch, wie aufgeklärt ihr schon seid. Das ist ja hervorragend. Ja. Nochmals Bestätigung jetzt von Sascha und Chris. Die Firma hieß damals Keyhorn, genau. Wie gesagt, mit den ganzen Firmen kann man ja nicht alles
merken, aber danke nochmal für die Rückmeldung. Genau, diese Firma hieß früher Keyhole, wurde dann aufgekauft von Google und wurde zu Google Earth. Diese Firma, wie gesagt, wurde mit Steuergeldern unterstützt. Und dieser Mann hat er dann zu Google gewechselt und hat jetzt diese Firma, wie ist sie nochmal, wurde geschrieben, Niantic, wurde jetzt entwickelt sozusagen mit Pokémon Go. Pokémon Go ist an sich nichts Neues. Google hatte selber schon ein Spiel gehabt, wo die virtuelle Welt mit der realen Welt verknüpft wurde. Doch bei Pokémon Go kommt jetzt zusätzlich noch dazu, dass die Menschen, um ein Pokémon zu finden, auf einen bestimmten Ort laufen müssen, um dort ihn zu finden sozusagen. Dann müssen die ihn auch füttern, die müssen auch ihn dann ernähren, pflegen und so weiter. Wenn die was das Ganze schneller machen wollen, können die das Ganze einfach bezahlen und sozusagen mit realem Geld und werden dementsprechend auch können die schneller sozusagen diesen Pokémon auch dann füttern. Als Pokémon auf den Markt kam, zuerst kam es ja in den USA, Neuseeland und ich glaube in Großbritannien war es noch ein Land, also ein paar Länder, um dann die anderen Länder in Rausch zu versetzen. Oh, wann kommt das endlich bei uns? Weil das, was verboten ist, will man umso stärker, das Ganze. Und danach wurde es für die anderen Märkte freigeschaltet. Immer mehr werden die anderen Märkte freigeschaltet, wie andere Länder. In Russland ist es noch nicht da. Doch in Russland werden jetzt die Gespräche geführt, Pokémon zu verbieten. Weil Pokémon Go ist kein einfaches Spiel, wie viele das jetzt meinen. Mit Pokémon Go macht die NWO-Elite ein Massenexperiment, um mehrere Sachen gleichzeitig zu realisieren. Merke bitte eins. Wenn die was machen, dann verfolgen die immer mehrere Ziele. Und zwar mit Pokémon Go wird jetzt folgende Ziele verfolgt. Und zwar, auf der einen Seite geht es darum, die Menschen von der realen Welt in die virtuelle Welt mehr zu holen. Punkt 1. Also abzulenken von den realen Sachen zu den virtuellen. Weil dann spielt jetzt plötzlich eine Rolle, ob jetzt der Pokémon was gefressen hat oder nicht. Und nicht die eigenen Kinder als beispielsweise. Ja? Zweitens. Mit Pokémon Go werden den Menschen falsche Werte vermittelt. Denn grundsätzlich ist es so, für die Menschen in jeder Nation spielen solche Orte wie Museum, Kirche, Friedhöfe eine besondere Rolle. Ja, also warum zum Beispiel die Menschen auf dem Friedhof mehr bei sich sind und nicht schreien, nicht lachen und so weiter oder auf den Denkmälern, ja, sondern halt, das sind besondere Orte. Und die Orte, das sind, vereinfacht gesagt, wie die Religion. Das prägen den Menschen, um ihn eine Schranke zu machen, dass du darfst bis dahin gehen, aber nicht weiter. Und, aber die wollen ja die Menschen ins Verderben bringen. Und dazu muss man den Menschen, vereinfacht gesagt, an neue Werte vermitteln. Und jetzt plötzlich spielt es keine Rolle, ob jetzt der Mensch am Friedhof ist oder im Museum ist oder in der Firma, auf dem geheimen Objekt oder irgendwo. Man muss ja den Pokémon finden, sozusagen. Ne? Das hat jetzt die höhere Priorität und nicht die Werte. Oder beim Nachbarn in den Garten, genau. Wenn jemand einen Witz macht, sozusagen, ja, dann beim Nachbarn im Badezimmer. Und wie gesagt, zusätzlich, das geht jetzt um die Jugend umzuerziehen. Ein weiterer Schritt. Ein drittes Ziel besser gesagt, ist Geld zu verdienen. Weil das Spiel an sich ist kostenlos.
Doch wer will, kann natürlich mit realem Geld noch die ganzen Sachen kaufen dort, um dort noch schneller aufzusteigen praktisch. Allein in den USA, musst du sich mal überlegen, allein in den USA werden pro Tag für Pokémon Go jetzt 1,6 Millionen US-Dollar ausgegeben. Nachdem, muss man sich 1,6 Millionen, nachdem Pokémon Go erschien, ist die Aktie von Nintendo fast das Doppelte an Wert gewonnen. Allein in den letzten Tagen rund 30%. Also seitdem Pokémon Go auf dem Markt ist, hat Nintendo rund die Hälfte an Wert zugelegt. Weil die mit 30% auch beteiligt sind an den ganzen Einnahmen. Wie gesagt, es geht dazu, den Menschen mehr Geld aus der Tasche zu ziehen. Und einer der wesentlichen Schritte, welches gemacht wird mit diesem Spiel, ist es, dass die Menschen sich ihre Orte verraten und mehr sozusagen mehr Daten dem NWO auch dann zur Verfügung geben. Weil heutzutage sucht man ja zum Beispiel Pokémons, wie einer jetzt gesagt hat, auch bei der Firma. Ja, gut, wenn das ein Schreiner ist, der die US-Geheimdienste nicht interessiert. Was ist aber, wenn jemand ein Pokémon sucht, zum Beispiel bei Lufthansa oder bei Airbus oder bei Siemens und so weiter. Der läuft durch die, sozusagen durch die Gebäude und filmt das Ganze. Und diese ganze Information, die bleibt ja nicht weg, ja? Sondern die wird ja irgendwo gespeichert. Und dort in den USA sitzen schon Cyber-Armeen, die bereit sind, das Ganze auch auszuwerten. Und in Russland sehr viele, selbst der russische Minister für IT hat gesagt, dass er den Verdacht hat, dass jemand hat Pokémon Go erfunden, um eine Massenspionage zu machen. Was einer der Gründe ist, warum Pokémon Go überhaupt erfunden ist, um eine Massenspionage über die Menschen zu machen, gleichzeitig aber auch über die Orte zu machen, wo die sind. Denn dort können, wie gesagt, Militäreinrichtungen dort reinfallen, auch Firmen, wo das Ganze nicht an die Öffentlichkeit kommen sollte, auch entsprechende Einrichtungen und so weiter. Damit du jetzt nicht glaubst, dass es ein Witz ist, und zwar erst heute ist ein Video im Netz aufgetaucht, und zwar im amerikanischen fällt mir jetzt der Name jetzt nicht ein, aber wo früher James Psaki aufgetreten ist, wie gesagt, ich glaube, amerikanisches entweder Außenministerium oder irgendein anderes offizielles Gebäude. Also dort halt, wo Psaki früher aufgetreten ist. Dort war ein Briefing heute, jetzt der amerikanische Mitarbeiter steht und liest über die Gefahren von IS. Und dann sieht er plötzlich, dass ein Journalist dort, der eigentlich an dem Briefing teilnimmt, Pokémon auch dann fängt. Und der fragt ihn, fangen sich hier Pokémons? Ja, der sagt, nein, nein, so, schau nur am Rande. Ja? Und dann sagt er der Mann auch dann zum Schluss später, ja, und haben sie den Pokémon gefangen? Ja, und dann sagte der Journalist, nein, der hat sich noch beschwert, dass es ein schlechtes Internet dort ist. Da hat sich der Mitarbeiter so entschuldigt, zu sagen, ja, so entschuldigen Sie, dass schlechtes Internet ist, aber das war natürlich jetzt ironisch gemeint, ja, aber das zeigt einfach, dass es auch dort das Ganze gemacht wurde. Und das kann passieren, dass auch dann die Präsidenten oder Minister und so weiter anfangen, diese Pokémons zu jagen und somit brisante Daten an die US-amerikanischen Geheimdienste abliefern.
Und das fünfte Ziel, warum dieses Massenexperiment gemacht wird, jetzt mit durch die NWO, ist folgendes. Wir haben gesehen, bei den arabischen Frühling, dass Social Media, also die ganzen sozialen Netzwerke, eine entscheidende Rolle gespielt hatten, um die ganzen Demonstrationen zu organisieren. Und zwar durch die Facebook, Twitter und Co. hat man die Menschen auf bestimmte Orte gebracht, damit sie sich versammeln und zum Beispiel gemeinsam demonstrieren. Bei Pokémon Go, das ist genau auch das Ziel, dass die Menschen sich zu bestimmten Orten treffen und die Pokémons jagen und auch dann sie finden und so weiter. Und da passiert dann Folgendes. Die Menschen werden daran gewöhnt, auf Befehle zu hören, um auf einem bestimmten Ort aufzutauchen, um dann eine bestimmte Handlung auszuüben. Sei es jetzt den Pokémon auch dann finden und jagen und dann später eine Demonstration, eine Gewaltmaßnahme oder sonstiges auch was ausführen. Weil die sind ja auch schon gewohnt, dementsprechend auf diese Handlung. Zusätzlich passiert Folgendes. Manche Unternehmer sind schon schlau genug, um darauf auch gekommen, die machen bei sich Pokémons so Sammelstellen, um zu sich die Kunden zu locken. Und so durch Pokémons kann man wunderbar Traffic lenken. Also Traffic ist ja nicht nur im Internet von Menschen, sondern Traffic auch im realen Leben. Die Menschen zu bestimmten Orten, sei es jetzt zu einem Pizzaladen oder zu einem Regierungsgebäude auch dann zu lenken. Und das ist einer der Schritte, wie gesagt, was den Menschen gemacht wird. Wie gesagt, darauf sie zu gewöhnen, auf Befehle zu hören, zu bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort aufzutauchen. Und zusätzlich, das ist das, was ich noch am Anfang gesagt hatte, bei Pokémon Go, das sind ja virtuelle Figuren, die in der realen Welt nie existiert haben. Und die Menschen werden mehr an die virtuelle Welt gewöhnt, dass die virtuelle Welt für sie mehr Bedeutung hat als die reale Welt. Denn du hast ja mit Sicherheit schon mitbekommen, was für Unfälle es gab und mit Pokémons und also an Sachen, die halt die Menschen, weil die dorthin reinschauen, und das habe ich wunderbar gesehen, Mann und Frau gehen gemeinsam, ja, gemeinsam, ja, und sagen das Ganze. Also die Aufmerksamkeit der Leute wird abgelenkt und das ist ein weiterer Schritt, wie auch die Brunhild richtig schreibt, Manipulation und Mindkontroll, eine weitere Etappe und die Menschen werden daran gewöhnt und irgendwann mal kommen die auf die Idee, sagen, lass dich doch ein Chip implantieren und du bekommst einen viel größeren Kick, einen viel größeren Effekt, und weil die Menschen werden, Spiel ist eine Sucht. Es gibt ja eine Spielsucht, die ist bei weitem größer als die Drogensucht zum Beispiel. Ja? Und die Sucht muss ja befriedigt werden und so werden die Menschen noch mehr abhängiger gemacht von der virtuellen Welt und letztendlich von der NWO. Denn wo bleiben all die ganzen Daten? Wo bleiben all die ganzen Informationen? Wer steht wirklich dahinter? In den meisten Fällen liegen ihre Server in den USA. Und wir wissen ja, wozu die USA von der Weltregierung auch aufgebaut wurden und verwendet werden auch dann im Moment. Und darum laufen auf der Welt jetzt leider ein paar Millionen Zombies mehr, denn Pokémon, Mono, das ist eine Energie, also die Pokémons werden ihm gesagt, go! Ja, und diese Zombies werden geschickt auf dem Weg in die virtuelle Welt und letztendlich laufen die Schafe zum Schlachthof selber und blähen nicht einmal.